Ja, Harry unterwegs, Harry Spezial. Es geht mal wieder um etwas zu verkaufen. Und zwar hier im Campo International, genau gegenüber vom Golfplatz. Die Anlage heißt Campo Golf. Ja, die ist seit vielen Jahren hier eine gut gehende touristische Anlage. In dieser Anlage gibt es aber auch Privatbungalows, die dann privat genutzt werden dürfen, können oder dann auch in die Vermietung gehen. Also man hat alle Möglichkeiten. Zur Situation, wie es hier aussieht. Da vorne ist der Golfplatz, links ist der Eingang vom Golfplatz, das Restaurant. Ja, und hier ist schon der Barranco. Und hier geht der Weg dann ganz einfach Richtung Leuchtturm, Richtung Faro, eine ideale Anbindung. Die Bushaltestelle hier, kommt gerade der Bus direkt vor der Tür, hier links. Dann geht es hier über den Barranco und dann vorne rechts zum Leuchtturm, zum Faro. Ihr seht ihn da vorne, also zu laufen etwa zum Strand, 15, 20 Minuten. Und hier auf der anderen Seite das Hotel Princess Tapaiba. So, und hier der andere Arm vom Barranco, der vom Sonnenland kommt. Und hier geht es Richtung Berge. Also das ist die Situation hier von dem Objekt. Und das schauen wir uns jetzt dann auch mal an. So, wir gehen einfach mal durch. Ja, das ist die Anlage, die Gemeinschaftszone hier, schöner Pool. Also richtig gut in Schuss, gut gepflegt, die ganze Anlage. Und man sieht schon, hier gibt es die Bungalows privat, die sind dann ganz anders von Einrichtung von der Terrasse. Absolute Ruhe hier. Supermarkt gibt es auch in der Anlage. Sehr gute Kritiken hier, Bungalows, Campo Golf, Mas Palomas. Ein schöner Blick hier in die Berge. So, und jetzt schauen wir uns auch mal das Objekt an. Der steht zum Verkauf und ich werde dann ja euch die Feinheiten dann noch mitteilen. Und zwar ist es ziemlich nah am Eingangsbereich, im Eingangsbereich, am Eingangsbereich. So, der Bungalow ist hinter mir rückseits. Und nur damit ihr seht, man geht also hier den Weg nach rechts. Vorne ist der Pool, rechts ist die Rezeption. Es sind jetzt ungefähr 100 Meter bis zur Rezeption. Hier gibt es alles, ein Hausmeister, Rezeptionisten, hier gibt es ein Restaurant, eine Snackbar, also alles, was man hier sich vorstellen kann. So, das ist er. Nein, das ist er nicht, der Bungalow. Das ist er, der Bungalow. So, und die Terrasse hier, ich zeige euch jetzt erstmal hier, wo wir genau hier sind. Machen wir dann am Rückweg. Jetzt geht es erstmal in den Bungalow. Also hier ist die Terrasse, das ist privates Eigentum. Die Umlagen sind 150 Euro inklusive Strom und Wasser. Und der Pool ist im Winter beheizt. Das ist jetzt ein Bungalow, so wie er in der Vermietung ist. Das ist jetzt kein privater Bungalow. Das ist einer, der in der Vermietung ist. Und die Bungalows schauen alle irgendwie gleich aus. So, und den kann man so übernehmen, kann den dann in die Vermietung geben oder man sagt, ich mache mir mein eigenes Reich draus. Das ist die Solana, die ist in vielen Teilen überdacht. Manche haben dann hier auch die Küche reingemacht, in dieses Zimmer hier, Dach drüber, die Küche, und haben diesen Bereich hier, Küche und Wohnzimmer, dann als Wohnraum sozusagen genutzt. Ganz einfach möglich, Platz ist vorhanden, die Anschlüsse, die Abflussleitungen,
Alles da kann man ganz einfach ändern. Das ist jetzt der touristische Vermietungsstandard. Die sind alle irgendwie gleich. Hier ist das Bad. Mit einer Duschstraße und einem Oberlicht. Da war früher mal ein BD, das haben die rausgenommen, das ist nur noch das WC. So, und hier geht es ins Schlafzimmer. Zweiflügliches Fenster mit Blick auf den Garten und auf die Terrasse. So, und wenn jemand sagt, so, diesen Bungalow, den möchte ich haben, möchte ihn mir umbauen, möchte ihn privat nutzen, kann ich euch auch eine Aussage geben gleich, wenn ich mit dem Fachmann gesprochen habe, was ein Umbau, ein privater Umbau hier kosten würde und wann das möglich ist und wie das möglich ist. So, nochmal kleinen Durchgang, das ist der Salon, Wohnzimmer, jetzt die Küche hier. Die kann man nach links verlegen, die Küche. Und ja, wenn jemand sagt, ich mache mir ein Studio draus, dann kann er hier einen Durchgang zum Schlafzimmer machen und hat dann einen großen Raum. Da ist das Bad. Und hier das Schlafzimmer. So, und der Bungalow kostet 195.000 Euro. Und kann sofort überschrieben, übernommen werden. So, und jetzt zeige ich euch nochmal genau den Weg hier außen auf die Terrasse. Das sind also hier die Nachbarn sozusagen. Und hier ist der Barranco. Hier vorne ist der Weg der Barranco. Hier ist es dabei war Prinzess. Und hier ist dann sozusagen die Grundstücksgrenze. Hier ist es dann zu Ende. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Informationen rüberbringen können. Man kann das verändern. Hier zum Beispiel hat man ganz einfach die Terrasse mit verglast. Und jeder kann das machen, so wie er möchte, wie die anderen eben auch in der Art und Weise das schon gemacht haben. So, und hier jetzt in der letzten Reihe der Anlage, da habe ich immer mit Fachmann gesprochen. Renovierungen sind möglich, kann man auch während Abwesenheit machen, je nachdem wie... In welcher Größe und wir können auch zeigen, was renoviert ist. Also ihr könnt euch das anschauen und da sind Renovierungen möglich von der Terrasse bis über die Küche, Solana, alles. Und ihr könnt euch die fertigen Produkte ansehen und dann den Kostenvoranschlag, der auf den Cent genau eingehalten wird. Ja, so sieht das hier aus. Das ist der hintere Gang. So schön. Hier kann man so ein Dach machen, wie hier zum Beispiel. Also alle Möglichkeiten. Hier auch so ein schönes Dach, so ein Thermodach, so speziell, dass sich die Wärme dann nicht staut. So, und damit möchte ich mich dann auch verabschieden. Alles Weitere an die E-Mail-Adresse und ich leite die dann weiter an den Fachmann, an den Spezialisten. Das wird über ein Immobilienbüro abgewickelt und ja, dann viel Erfolg und wenn ihr Interesse habt, dann meldet ihr euch. Hasta luego.